Horrorvorstellung. Auf Theaterbesucher in Neuwied wartet seit neuestem der Schlachtermeister Schlabbeck. Wenn Sie bei Volksfesten gerne in die Geisterbahn gehen, wenn Sie sich also gerne gruseln und Sie es lieben, wenn Ihnen das Blut in den Adern erstarrt, dann sollten Sie schnellstens mal nach Neuwied am Rhein fahren. Dort treibt der schreckliche Schlachtermeister Schlabbeck sein Unwesen. Ständig verschwinden Menschen aus der Stadt und die Spur führt in ein altes Einkaufszentrum. Die Geschichte ist erfunden, aber das alte, leerstehende Einkaufszentrum gibt es wirklich. Und genau dort inszeniert die Neuwieder Theatergruppe Chamäleon ein interaktives Theaterstück zum Fürchten. Die alte Schlosspassage in Neuwied. Seit Jahren ein Geisterhaus. Nur einige Mutige trauen sich hier rein. Auf sie wartet eine Horrorvorstellung und sie zahlen auch noch Eintritt dafür. Das Buffet des Meisters. Meister des Gemetzels ist Schlachter Schlabbeck. Im wirklichen Leben ist der Psychopath Sozialpädagoge und heißt Markus Bär. Aber für das Theaterprojekt Schlabbecks Schlachthof schlüpft er in eine blutrünstige Rolle. Der Schlabbeck, der ist ein ganz mieser, bizarrer Typ. Der liebt es zu quälen und vielleicht ist er als Kind nicht gut behandelt worden, aber der ist mies drauf. Also da gibt's auch nichts mehr zu therapieren bei dem. Also der ist durch. Markus Bär ist einer von 40 Laienschauspielern, die ihre Zuschauer das Gruseln lehren. Der Theaterverein Chamäleon führt seine Besucher in kleinen Gruppen durch das Horrorhaus. Also dieses gesamte Gebäude steht seit vielen Jahren leer, hat irgendwie als Einkaufspassage leider nie funktioniert. Und durch diese vielen Leerstände ist eine ganze Menge kaputt gegangen. Also Infrastruktur ist in vielen Bereichen total kaputt. Und ich habe das Gebäude gezeigt bekommen und hatte sofort die Idee zu einem Horrorhaus und habe gedacht, okay, wir benutzen einfach alles als Kulisse. Es ist wie in einer Geisterbahn. Überall lauern schaurige Gestalten. Und die Zuschauer bekommen auch noch Aufgaben. Hast du Angst? Du hast Angst, das sehe ich in deinen Augen. Das Mädchen, was ihr sucht, ist unten bei Papa im Schlachthaus. Unten im Kühlraum Schlabbeck. Sein Ziel, Angst einflößen. Diese subtile Angst. Also da ist schon Angst da und Nervosität. Und dann machen wir alles richtig, wenn das rüberkommt. Können Sie die riechen? Ja, manchmal ein bisschen. Eine Angst, die Spaß zu machen scheint. Für mich genau die richtige Mischung. Kein bisschen gruseliger hätte es sein dürfen. Ich bin total überrascht, dass sie das so gut hingekriegt haben. Und auch so unheimlich viel Spannung aufbauen können während der ganzen Zeit. Unerwartet gut, gruselig. Ich bin mit Nerven fertig. Im Keller wartet der schreckliche Schlabbeck schon auf seine nächsten Opfer. Und jetzt gehört ihr mir!